Netzwerk, ich fühl mich schwerelos. Kann endlich abschalten, wie bei deutschen Fernsehshows. Der Rücken des Stadtpark-Exots färbt sich rot. Die Wiese fühlt sich an, als hätte ich hier schon ewig gewohnt. Danke Natur für mein tägliches Brot. Ein belegter Toast und etwas Puder im Schoß. Arbeitslos, aber die Liste an To-Dos ist groß. Ich hab genug von Büros und düst mal los, um die Stadt aus einer neuen Perspektive zu betrachten. Meine Energie in alles stecken, außer Schwachsinn. Anstatt die Zeit zu verpassen, nutze ich jede Sekunde fürs Schreiben und fürs Basteln. Mal schauen, wo es mich hin verschlägt. Die Weichen sind zerlegt, klar, dass der Mainstream nichts versteht. Ich halte fest, was mich intensiv bewegt. Nicht alles auf Gewinn ausgelegt, ich ebne meinen Weg.